Für Toyota bricht eine neue Ära im Langstreckenmotorsport an. Das Team hat sein neues GR010 Hybrid Le Mans Hypercar vorgestellt. Mit dem neuen Rennwagen wollen die amtierenden Weltmeister und dreifachen Le Mans-Sieger ihre Titel in der FIA-Langstreckenweltmeisterschaft WEC verteidigen. Ich freue mich eigentlich, jetzt endlich die neue Hypercars zu fahren. Wir haben darüber sehr lange gesprochen und jetzt es ist da. Ich freue mich jetzt in Portimao zu fahren. Wir sind in Paul Ricard vorher gefahren und mein Gefühl ist sehr, sehr gut momentan und ich hoffe natürlich, dass wir werden so viele Rennen wie möglich gewinnen. Der GR010 Hybrid ist eine Prototyp-Rennversion des zukünftigen Hypercar-Straßenfahrzeugs von Toyota, in der die Antriebstechnologie des vergangenen Weltmeisterautos TS050 Hybrid zum Einsatz kommt. Auch der markante Look des Rennprototypen spiegelt die Optik der kommenden Hypercar-Straßenversion GR Supersport wider, der sich noch in der Entwicklung befindet. Den neuen WEC Hypercar-Regeln entsprechend verfügt der neue GR010 über einen Hybrid-Allradantriebsstrang. Der 3,5 Liter V6 Twin-Turbo-Motor liefert 680 PS an die Hinterräder. Zusätzlich sitzt an der Vorderachse eine 272 PS starke Motorgeneratoreinheit. Da nach den neuen WEC Hypercar-Regeln nur eine maximale Systemleistung von 680 PS zulässig ist, wird die Leistung über eine intelligente Elektronik entsprechend der Höhe des eingesetzten Hybridboosts reduziert. Ein Teil der neuen Regularien sieht unter anderem Kostensenkungen vor. So ist der neue GR010 162 Kilogramm schwerer und hat 32% weniger Leistung als sein Vorgänger TS050. Dadurch werden die Rundenzeiten in Le Mans voraussichtlich etwa 10 Sekunden langsamer sein. Auch die Abmessungen weichen deutlich vom TS050 ab. Der GR010 ist 250 mm länger, 100 mm breiter und 100 mm höher. Mein Gefühl ist momentan sehr gut. Ich habe solche Leistungen nicht wirklich erwartet. Ich habe vorher gedacht, das Auto würde sich mehr wie ein GT fühlen, aber es ist mehr wie ein LMP1 eigentlich. Wir haben sehr viele Sachen gelernt über die letzten 6-7 Jahre und ich glaube, das ist unser bestes Auto. Das neue technische Reglement der WEC nur ein einziges homologiertes Karosseriepaket mit lediglich einer einstellbaren aerodynamischen Vorrichtung erlaubt, wird der neue GR010 sowohl auf Strecken mit geringem als auch mit hohem Abtrieb in der gleichen Spezifikation antreten, wobei ein verstellbarer Heckflügel die aerodynamischen Eigenschaften modifiziert. Unsere Ziele für die nächste Saison ist natürlich wieder Le Mans zu gewinnen und die Meisterschaft. Wir haben jetzt dreimal Le Mans gewonnen und wir wollen unbedingt nächstes Jahr wieder die 24 Stunden gewinnen. Wir wissen, dass es nicht einfach wird. Es ist ein neues Auto, neue Regel. Wir haben noch jetzt einige Testtage, um das Auto zu verbessern. Und ja, hoffentlich werden wir ein super Jahr haben. Durch die unterschiedlichen Fahrzeugkonzepte, mit denen Teams in der neuen Hypercar-Klasse antreten dürfen, kommt zum ersten Mal in der WEC und in Le Mans ein Balance-of-Performance-System zum Tragen. Über die BOP können Organisatoren die Leistung jedes Autos von Rennen zu Rennen modifizieren und dabei Energieverbrauch und Gewicht regulieren, um ein möglichst identisches Leistungspotenzial zu erhalten. So sollen möglichst enge Rennen sichergestellt werden. Der Kampf um den WEC-Titel wird in diesem Jahr bei 6 Rennen ausgetragen. Seinen ersten Renneinsatz feiert der neue GR010 Hybrid zum WEC-Saisonauftakt am 19. März bei den 1000 Meilen von Sebring.